Kanal gefunden hast, heute die Auslosung oder ja, Auslosung der letzten Verlosung. Es gab zu gewinnen die Tomatenmaske. Hashtag war ja auch ganz einfallsreich. Tomate. Diese Maske, finde ich, ich hatte ja letztens mit Lara zusammen die Kartoffelmaske. Ich hatte ja nur ein kurzes Vergnügen, weil die hat sie mir ja so raufgeranscht. Bin mal gespannt, wie ihr die findet. Wer auch immer gewinnt. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz, ganz, ganz viel Glück. Aus der Essence Coffee to Glow Palette dieses pulverige Peeling. Das hatte ich jetzt zweimal mitgenommen. Ich finde das mega. Also bewegt jetzt nicht Welten, aber du kriegst schon einen glowigen Look dadurch. Auf jeden Fall sollte man mal getestet haben. Kommt auch rein in das Gewinnerkörbchen. Dann SOS Glisskur. Feier ich ja immer. Bahakur geht immer. Die war da drin. Und von Avon ein wunderschöner, packe ich mal aus hier, ein wunderschöner Nagellack. Die hätte ich eigentlich ganz gerne selber behalten, aber guck mal hier, das ist die tolle Farbe. Das gab es zu gewinnen. Übrigens heute Tages-Make-up. Wer mich bei Instagram verfolgt, weiß, welche Palette das jetzt ist. Das ist auch die kleine von Essence von Coffee to Glow. Dieser Look hier heute habe ich heute Morgen geschminkt. Ich finde die richtig toll. Und hier dieses Peeling finde ich auch richtig klasse. So, nun habe ich hier meinen Schlangenkorb stehen und habe gestern auch beim Fernsehen wieder Zettel gefaltet. Die habe ich alle hier liegen. So, bloß kein Verlieren jetzt hier. Das ist der ganze Packen und ich lese euch jetzt vor, wen ich da jetzt alles reinschmeiße. So, dabei ist Gudrun Blanke. Die falten wir und schmeißen in das Körbchen. Da sind richtig viele diesmal. Elke Fadel. Die kommt auch ins Körbchen rein. Dann haben wir hier noch, oh, die sind auch kleiner. Und die sind noch ein bisschen größer an dem hier, ne? Der geht ja nicht, dauert ja ewig, ey. Rosi Deus. Vielleicht sollte man auch eine Brille aufziehen, aber ich finde das auch nicht so schön. Also muss ich mich jetzt ein bisschen anstrengen oder das nächste Mal einfach größer schreiben. Nickname ist dabei, kommt auch rein in das Körbchen. Dann Schneggeloch kommt auch rein. Dann haben wir noch Karin Schneider. Also steht hier auch drauf, ne? Ich meine, ich schmeiße irgend so einen Scheiß da jetzt rein, ne? Da stehen eure Namen drauf, ne? Ich muss das aber nächstes Mal ein bisschen größer schreiben, weil ohne Brille ist schon für mich schwierig, ne? Denise Hermann, glaube ich hier so, ne? Mein Gott, setz doch die Brille auf, du eitles Huhn, ey. Dann Sabine Biene kommt auch mit rein ins Körbchen. Also hier unten steht die Körbchen. Ich meine, das ist meine, ich schmeiße den Müll jetzt hier rein, ne? Den shaken wir gleich und dann geht's los. Dann Jojo ist auch dabei. Dann Angela schmeiß ich auch mit rein. Angela. Das soll auseinanderziehen. Simone Cool. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kommt auch ins Körbchen mit rein. Also das dauert hier noch ein bisschen. Aber ich finde es wichtig, dass man auch weiß, wer so dabei ist. Julchen Greh kommt auch ins Körbchen. Ne, also nur, dass ich die mal reinballer, nachher meinte, da stehen gar keine Namen drauf und ihr kriegt das hier wieder nicht auseinander, ey. Fluffel kommt da auch mit rein. Nicole Schlösser kommt auch mit rein. Dann haben wir hier Zila. Zila kommt auch mit rein. Zila ist ein bisschen klein geworden hier, ne? Aber Hauptsache, der Name steht drauf, ne? Make-up Mieze, die kommt da auch mit rein, die kleine Mieze. Liebe Grüße an die Mieze. Die hat nämlich auch einen ganz tollen Kanal. Angelika Birkander. Birkander, ne? Wieder ohne Brille, ne? Aber ich denke mal, es weiß derjenige, wer jetzt gemeint ist. Dann Happy Debbie 15. Du kommst hier auch mit rein. Das sind noch ganz schön viele hier, ne? Aber finde ich toll, dass sie so super mitmacht. Caro Elli. Oder Elli kommt hier auch mit rein. Noemi, House of Beauty, die hat auch einen Kanal, kommt hier auch mit rein. Mensch, ich habe so trockene Hände, ne? Carola Pinkert. Pinkert kommt auch mit drin. Oh, ich kann hier mal gar nicht richtig krabbeln. Jetzt ein ganz kleiner Zettel. Juhu, kommt hier auch mit rein. Ist übrigens egal, ob ein großer oder kleiner Zettel, ich krabbel da irgendwie rein. Hanne Rudius. Hallo Hanne. Hanne kommt da auch mit rein.
Dann haben wir hier noch ein Mann, Werner Schaurer. Hallo Werner, du kommst doch auch mit drin in den Korf, ne? Und das schminke ich mir plattisch, muss ich auch nochmal morgen, ne? Aber er kommt aber gar nicht tot. Omi kommt hier. Okren. Beauty Honig. Jawoll. Rinder mit. So viele haben wir jetzt nicht mehr. Lea Mons. Lea. Ob damit drin. Dann haben wir hier noch Verena M. Verena. Kleine Verena. Maus Schneiderlein, Schatzelein kommt da auch mit rein. So zwei haben wir hier noch. Nee, drei. Ebi Eber, Spatzel, kommst du auch mit drin. Dann haben wir hier noch Nicole Pedes. Ne, Nicole Pedes. Kommt da auch mit rein. Das sind zwei, die ist einer. Und dann liest dann Luna Beauty. Luna Beauty, du kommst da auch mit rein. So, der Schlangenkorb ist gefüllt. Kommt der Deckel mal drauf und dann würden wir das ganze Moment durchschütteln hier in Kiel, ne? Und wo kicken wir doch was gewinnt für mich? Und das Ding staubt irgendwie immer noch, ich weiß auch nicht. Da sitzen alle Ritzen, sitzt da irgendwas drin. So, wünsche allen ganz viel Glück. Und heute gibt es keine neue Verlosung. Ich schüttel mal ein bisschen leise, das kann man nicht geil verstehen, weil die 1000 Abonnenten stehen an. Und da lasse ich mir jetzt ein bisschen Zeit. Wir machen erst wieder eine Verlosung, wenn wir hier 1000 haben. Und dann gibt es aber auch eine Monsterverlosung. Das sage ich euch. Da habe ich schon eine Kiste fertig gemacht. Da träumst du von. Tatsächlich geht. Na, also 1000 Abonnenten. Alle Oma, Opa, Tante, alle abonnieren, damit wir das dies Jahr noch schaffen hier. Und nach den 1000 gibt es natürlich auch noch eine weitere Verlosung, ne? Ist so, jetzt haben wir wirklich genug geschüttelt. Den Zettel ist ja schon richtig schwindelig, ne? Ich gucke hier zur Seite. So, ich nehme jetzt irgendeinen hier. Zack, den nehmen wir raus. Trommelwirbel. Ich bin selber immer so gespannt, ne? Naomi's House of Beauty. Du hast gewonnen, Schätzelein. Und ich lege den Zettel hier mal zur Seite. Alle anderen seid nicht traurig. Es kann ja immer nur einer gewinnen. Oder eine oder wie auch immer. Und ich finde es toll, wie ihr immer alle so mitmacht hier. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich freue mich einfach, wenn ich an euch etwas weitergeben kann. Ne? Weil man hat ja doch immer eine Menge stehen. Kriegt ja auch immer viel zugeschickt, gemacht, getan. Und ich freue mich einfach, wenn ich euch da was weitergeben kann. So, kurze Vorschau. Morgen ist ja Mittwoch. Ne? Mutti ist ja die Miso-Tante. Mittwochs und Sonntags, manchmal zwischendurch auch, wie Lust und Laune ist und wie die Zeit ist. Morgen löst sich das Geheimnis, warum die in dieser einen Fischler-Formula-Palette, warum da dieses eine Fännchen fehlte. Das wird sich morgen auflösen, ab 7 Uhr hier online. Und Sonntag gibt ja einen richtig schönen Vlog, Leute. Nee, einen Vlog, nicht Vlog. Vlog gibt es, ne? Habe ich mir richtig Mühe gegeben, habe ich gestern alles zusammengeschnippelt, gemacht, getan und ein bisschen, ne, erzähle ich euch nichts. Guckt es euch Sonntag an und Naomi, melde dich. Adresse steht ja immer unten in der Infobox oder ich weiß auch, du hast Instagram, dann melde dich da, ne? Alle anderen, wie gesagt, nicht traurig sein. Seht zu, dass wir die 1000 voll kriegen, weil dann ist eine Bombenverlosung und denkt dran, es gibt auch immer noch der Adventskalender, die Verlosung läuft noch. Könnt ihr aktuell noch mitspielen? Ich glaube, bis Mitte des Monats und dann muss ich ja auch auslosen, weil sonst kriegt derjenige das ja nicht am 1. Dezember, der das erste Türchen aufreißen kann. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Herzlichen Glückwunsch an Naomi und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Wenn du magst, bei YouTube ein Video mit dem Geheimnis dieser